Ja, genau, Lara. Ich find's immer wieder geil. Das ist so eine witzige Vorschau und coole Kultvorschau auf jeden Fall. Aber jedes Mal, wenn ich die gucke, muss ich richtig grinsen. Ich find's eine richtig geile Vorschau. Ja, also willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Sabatus, Tomb Raider 1. Da muss ich mich jetzt bei der Anmoderation auch umgewöhnen. Let's Play Sabatus Tomb Raider. Vor Tomb Raider kommt noch was. Auch sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, was nicht sehr ungewöhnlich ist, ist der erste Blick hier ins Level. Und zwar erinnert uns das sehr stark an die Kavernen von Tomb Raider 1. Wir speichern mal. Und merke gerade, ach so, das heißt Caves übrigens auf Englisch natürlich. Und die Hintergrundgeräusche sind ja mal interessant. Also das sind schon mal andere, die hier eingefügt wurden. Ansonsten wirkt der Anfang hier ziemlich gleich. So, bevor wir loslegen, wir haben einen Kompass, Pistolen, mehr haben wir nicht, nicht mal ein Medipack. Und es gibt 19 Gegner zu killen, wir haben 8 Sachen zu finden. Drei Secrets gibt es sogar in diesem Level. Und ja, mit dem Sterben müssen wir mal, das müssen wir mal im Auge behalten, was das bedeutet. Ob das wirklich bedeutet, wie oft Lara gestorben ist, weiß ich nicht, wie das gezählt werden soll. Aber schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall ist hier schon mal ein Loch, was es vorher nicht gab. Und was ich auch richtig geil gerade finde, ist, seht ihr das? Die Lebensanzeige von den Gegnern. Und das heißt, wir müssten jetzt zwei Kills haben. Genau, zwei Gegner haben wir getötet. Interessant. Jo, hier weiß ich nicht, ob man da nochmal irgendwie hoch kann. Oh ja, die Geräusche sind irgendwie etwas gruseliger als beim Tomb Raider 1 im Original. Und hier ist sogar ein Spalt. Ah ja. Und ein Medipack. Ist sogar ein Secret. Okay, cool. Das geht ja super los. Ja, sehr schön. Das heißt, wir haben direkt ein Secret gefunden. Eins von drei. Und ein Medipack im Inventar. Sehr schön. Ja, mich würde mal interessieren jetzt, ob die Secrets auch ähnlich platziert sind wie im Original. Weil ganz am Anfang, war halt dann weiter hier hinten, gab es ja auch bei Tomb Raider 1 das erste Secret. Aber wir merken ja jetzt schon, dass hier alles jetzt anders wird. Ich meine, da kommen wir wahrscheinlich jetzt so nicht rüber. Wir müssen da runter. Aber nicht so. Obwohl, doch, es hat keinen Lebensverlust verursacht. Also alles gut. Da kommen wir nicht hoch. Da ist schon der erste Wolf. Und die ist relativ schnell tot. Das war bei Tomb Raider 1 auch so. Ach ja, wie schön. Hier haben wir schon diese Türen. Die kennen wir natürlich noch aus Tomb Raider 1. Peru. Ja, wir sind hier in Peru, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und da kommt direkt so dieses Feeling rüber, wenn man diese Türen und die Texturen sieht. Aber genau das soll es ja auch irgendwie darstellen. Oh, 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 oh. Wow, war das knapp, ey. Halleluja. Mit dem Abgang habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wir haben uns hier irgendwie gut gerettet aus der Situation, würde ich mal sagen. Okay, ziehen wir mal den Hebel, mal gucken, was passiert. Ach ja, die Tür geht auf. Meine nostalgische Peru-Tür, die ich schon erwähnt habe. Ja, das war jetzt schon mal echt crazy. Und das war mehr als Glück, dass wir das überlebt haben. Ich hoffe, dass wir diesen Gang jetzt zurückkommen. Speicher mal zwischen. Und hoffe, dass das keine Schräge ist. Ja. Das haben wir schon mal nicht überlebt. Ja, das war natürlich fies, dass da jetzt eine Kugel kommt. Da muss ich mich jetzt noch umgewöhnen, weil normalerweise ist Tomb Raider 1 nicht so fies. Und an der Stelle merkt man direkt, das ist von Sabato ein böses Level. So, wir sind einmal gestorben. Das heißt, wir setzen uns jetzt hier in diesem Spiel auch die Challenge, alles so bedacht wie möglich zu machen, weil die Tode in die Statistik eingehen. Und deswegen will ich natürlich so wenig sterben wie möglich. Man muss natürlich manchmal extra sterben, um zu testen, ob es irgendwo vielleicht noch ein Secret geben könnte oder so. Aber das ist auf jeden Fall interessant zu wissen, dass die Tode hier gezählt werden. Also will ich jetzt nicht unnötig oft sterben. Also das war schon mal gemein mit dieser Kugel. Nicht selten kommt eine zweite hinterher, aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Ist ja auch das erste Level. Das darf natürlich dann auch nicht so gemein sein. Aber man merkt direkt, dass der Schwierigkeitsgrad hier anzieht, im Gegensatz zum Original. Also das ist hier völlig klar.
Da kommt doch jetzt gleich wieder so ein Wolf um die Ecke, oder? Nee, nicht mal. Okay, aber wir kommen, bevor wir jetzt durch die Tür gehen, nochmal nach da oben. Was wir von der anderen Seite gesehen haben, diese Einkerbung, da können wir von hier aus reinklettern. Dann machen wir das doch mal. Die Frage ist nur, wie kommt man... Achso, man kann hier drauf laufen, okay. Jo. Das ist schon mal so ein kantiger Sprung. Den probieren wir jetzt mal so ein bisschen von weiter hinten zu lösen. Lara kann hier auch übrigens mit der Gentaste und der Rechtsfalltaste seitwärts gehen. Das geht im Original auch nicht. Ach ja, Schrotmunition. Natürlich finden wir auch die originalen Waffen in Tomb Raider 1, das ist klar. Und dazu zählt natürlich auch die Schrotflinte. So, dann haben wir hier, glaube ich, alles gesehen, was zu sehen wäre. Das heißt, wir können hier wieder runter. Ist da noch was? Man muss überall gucken, ob noch irgendwo ein Loch ist. Weil ich kenne es wirklich ja gar nicht. Und ich habe so ein bisschen die Angst, dass ich hier so durchrenne. Erstens, weil ich denke, dass ich es kennen würde, weil es nah am Original ist. Und zweitens, weil ich von Tomb Raider 1 einfach solche schweren Verstecke gar nicht gewohnt bin und so genau hinzuschauen. Weil Tomb Raider 1 ja wirklich sehr, sehr simpel und basic in der Regel ist. Wie schon erwähnt. Das wird ja echt eine Umstellung. Da müssen wir hoch, sehe ich schon. Und da oben kommen dann auch diese schönen grünen Höhlentexturen. Also der Bewuchs! Oh mein Gott! Haben direkt schon Leben verloren, weil der Bär hier um die Ecke kam. Aber es kam jetzt auch gar nicht so eine actiongeladene Musik. Da bin ich mal gespannt, ob das noch folgt. Ah! Okay. Das habe ich auch nicht gesehen. Aber die Spieße sehen besser aus als im Original Tomb Raider 1. Die sind nicht ganz so hässlich. Sind zwar hässlich, aber nicht ganz so. Okay, wir haben nochmal die Chance, den Bären zu töten und dabei weniger Leben zu verlieren. Aha. An dieser Stelle wohl bemerkt. Das hätte ja Sabato mal einfügen können. Das Tomb Raider 2. Aha, wenn Lara Sachen aufhebt, weil es einfach so schön ist. Aber es soll natürlich auch so Original Tomb Raider 1 Feeling sein wie möglich. Und da gehört einfach kein Aha hin, wenn Lara Dinge aufhebt. Also passt das auf jeden Fall. So, wir haben jetzt schon zwei Tode, ne? Erlebt. Genau, eins durch die Spieße. Nicht mal durch den Bär, aber durch die Spieße. Und einmal durch eine Kugel. Ich finde auch, das Blut ist nochmal so ein Ticken röter als bei Tomb Raider 1. Kommt mir ein bisschen anders vor zumindest. Ja, hier speichern wir davor auch nochmal ab, weil wir hier nämlich gucken müssen, wie wir da springen. Und wenn wir es verkacken, ist die Plattform weg und wir kommen da vielleicht nicht mehr hoch. Weil im Original ist das, sah das so ein bisschen, ja, es ist ein Secret. Weil das hat mich so ein bisschen an das erste Secret von den Kavernen in Tomb Raider 1 erinnert. Yes, Leute, wir haben schon das zweite Secret gefunden. Die waren bis jetzt nicht so schwer. Also alles im grünen Bereich. Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben. Wer weiß, wo sich das letzte versteckt. Okay, hier gibt es jetzt viele Fledermäuse. So, zwischenspeichern, immer viel. Viel hilft viel an dieser Stelle. Aber zu viel nervt, das weiß ich, weil das Buch immer auf und zu gehen muss. Da geht's runter. Erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Hier drüben, wie sieht's da aus? Da geht's hoch. Gehen wir erstmal hoch. Mein Gefühl sagt erstmal hoch, bevor es runter geht. Ah ja, hier gibt es auch einen Hebel zu ziehen. Öffnen da unten wahrscheinlich die Tür. Und hier haben wir so eine tolle Tomb Raider 1 Statue, die sich mit dem Blickwinkel dreht. Also die Sachen sind so ein bisschen in 2D angelegt. Auch oben diese Pflanzen, die da runterhängen, die da unten wachsen. Und das finde ich halt gerade geil an Tomb Raider 1, weil es einfach nicht ausgereift und perfekt ist. Weil es ist... erste Tomb Raider Spiel von 1996 war. Und ja, das ist einfach authentisch dadurch. Ich mag's. Ich glaube, das ist unser nächster Tod. Es sei denn, wir können die Rolle noch nicht. Ja,
Wir sind gestorben. Weil ich wollte eigentlich die Rolle machen, dass wir dann noch ein bisschen uns drehen können im Sprung, um dann an den Schalter zu kommen. Aber ich glaube, wir müssen den Sprung von hier schaffen. Und das geht auch. Ist nur die Frage, ob das jetzt ein Zeithebel ist. Wir haben jetzt auch Dramamusik, die erste. Und sind leider wieder gestorben. Ja, mal gucken, ob es unter 10 Toten bleibt in diesem Level hier. Na. Wir sind schon bei 5. Also die halbe Meter haben wir schon mal. Also stellen wir uns ganz gerade zurück, dass Lara gut springt, auch direkt schon die Sprungtaste drücken, das ist aber wichtig. So, wir probieren es jetzt erstmal ohne Eile, weil es muss ja nicht zwangsläufig ein Zeitspiel sein. Deswegen machen wir es erstmal mit Ruhe und Gemütlichkeit, wenn nicht holen wir das einfach nochmal nach. Ich dachte, die Tür geht schon zu, aber das sind die Hintergrundgeräusche, die da so ein bisschen gruselig sind. Und grollen im Hintergrund. Und ich finde da einfach immer wieder diese Pfoten so schön im Schnee. Also das finde ich an Tomb Raider 1 gerade am Anfang so nostalgisch und detailreich für Tomb Raider 1 Verhältnisse. Dass man wirklich so sieht, wo auch die Wölfe hier so lang getigert sind. Also fand ich bei Tomb Raider 1 schon immer ein schönes Detail und fällt mir hier wieder total positiv auf an der Stelle. So, wir haben natürlich eine Zeittür. Wäre sonst auch zu einfach gewesen. Das heißt, wir probieren das jetzt auf Zeit zu schaffen. Aber wir hatten wenigstens kurz nochmal einen Moment, um uns hier umzuschauen, um zu gucken, dass wir nichts übersehen. Auf der Seite hätte ja auch nochmal irgendwo was versteckt sein können oder so. Okay, dann laden wir einfach mal, weil wir ja schon mal ein Stück weiter waren. Müssen wir das nicht alles nochmal laufen? Und speichern jetzt vor dem Hebel. So, und dann geht's um Zeit. Also, Daumen drücken, dass wir es hinkriegen. So, der Sprung muss so sein, das geht leider nicht schneller. Das hätte schneller gehen können, wenn Lara nicht so, aufgestanden wäre. Weil da hakt sie dann gerne kurz dabei. Und rein mit uns. Jawohl, und schöne Musik. Und coole Mauer hier. Für Tomb Raider 1 Verhältnisse mega. Da müssen wir hin. Ja, diese Tomb Raider 1 Musik macht natürlich für das Feeling auch wahnsinnig viel aus. Ich liebe sie total. Trägt ganz viel zu der Stimmung hier nochmal bei. So, eine Tür ist offen. Ich hoffe, dass das jetzt diesmal keine Zeittür ist. Muss ja nicht alles eine sein, weil das nervt dann auch irgendwann. Frage ist, ob hier unter Wasser noch was ist. Also wir können hier nochmal rumtauchen. Aber hier kommt man nicht hoch, da ist nichts weiter. Dann können wir in diesem schönen Mäuerchen wieder rumlaufen. Das finde ich ein schönes Detail für Tomb Raider 1, wie gesagt. Und kommen in den nächsten Raum. Man kann auch so ein bisschen abtesten, wie lang das Level ist, indem man einfach schaut, wie viele Kills man schon hat. Das heißt, wir sind vielleicht so ein bisschen bei der Hälfte vom Level aktuell. Also da kann man vielleicht so ein bisschen abchecken, wie lang das Level noch sein könnte. Ja, die Stelle kommt mir jetzt wieder bekannt vor aus Tomb Raider 1. Da waren dann noch diese Schneekugeln, die sich so mitgedreht haben, wo man dann zu dem Raum mit den Brücken gekommen ist. Und ich glaube, genau da kommen wir nämlich jetzt hin. Ist das wieder mal gemein hier, die Spieße. Und in dem Moment, wo wir gefallen sind, wollte ich schon sagen, typisch. Ach ja, ich dachte, wir hätten jetzt hier einen Bug ausgelöst. Da muss man bei Tomb Raider 1 nämlich immer sehr gut aufpassen. Dass man vor so Schaltern nicht in der Bewegung vor allem speichert oder so, weil das oft dann ganz, ganz schlecht ausgehen kann. Man muss sich immer viel Zeit lassen.
um Dinge zu tun bei Tomb Raider 1, damit sich nichts verbuggt und aufhängt. So, da sind wir wieder. Hello again. Jetzt wissen wir auch, dass da Spieße sind. Und nicht erst in dem Moment, wo man über die Kante läuft und denkt, ach Gott, da könnten auch Spieße drin sein. Und da sind wir wieder gestorben. Weil Lara nicht so abspringen wollte, wie ich es wollte. So, wie viel haben wir denn jetzt schon? 7 Mal sind wir schon gestorben. Also 3 Mal noch. Wir wollten unter 10 bleiben, also dürfen wir nur noch 2 Mal sterben. Beim 3. Mal haben wir verloren. Meine mir selbst gesetzte Challenge. Okay, da kann man jetzt nochmal rüber. Ach ja, toll. Da hätte Sabatu ja wenigstens mal ein Medipack hinlegen können. Übrigens, in der Beschreibung stand auch, dass wir wirklich sehr, sehr gut mit Munition und Medipacks haushalten sollen, weil die sehr sparsam verteilt sind im Spiel. Ah ja. Und weil das Spiel sehr, sehr schwer und hart ist, man wirklich jede Munition und jedes Medipack braucht. Also wir dürfen hier nicht verschwenderisch sein und müssen genau aufpassen, dass wir nicht viel Leben verlieren und viel Munition unnötig verschwenden. Das Geräusch eben, das ist übrigens, wenn ich mich nicht irre, ansonsten korrigiert mich gerne, das Secret-Geräusch. Was sind das denn für komische Geräusche? Okay, Lara kann da durchballern, das finde ich cool. Ja, die Wölfe machen andere Geräusche als bei Tomb Raider 1, das ist auch interessant. Ja, das war das Secret-Geräusch von Tomb Raider 4, wenn man unter Wasser ein Secret findet. Oder irre ich mich da? Dann korrigiert mich gerne. So, den letzten kriegen wir doch auch noch von hier oben. Machen wir jetzt alles aus der Schisser-Perspektive, wenn es geht, weil, wie gesagt, wir müssen hier auf unser Leben aufpassen. Genau, ich habe mich das nämlich schon gefragt. Es gibt nämlich auch eine Version von Tomb Raider 1, Unfinished Business. Die hat Morgana Macabre jetzt Let's Played. Und da kam nämlich auch immer dieses Geräusch, also dieses geheimnisvolle Secret-Geräusch von Tomb Raider 4 unter Wasser, wo ich dachte, hey, das war doch jetzt kein Secret. Und anscheinend wurde das hier von Sabatu genauso eingebaut und es ist gar nicht so ein klassisches Secret-Geräusch von Tomb Raider 4 unter Wasser, wie ich das die ganze Zeit angenommen habe. Also wenn ihr das wisst, schreibt das gerne mal in die Kommentare, das würde mich wirklich mal interessieren, ob ich mich da jetzt irre oder nicht. Auf jeden Fall ein Secret war es nicht, weil hier geht's weiter und es ist auch nicht eingetragen. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge ziehen wir dann den Hebel, schauen, was passiert, machen dann hier weiter. Man merkt auch schon, dass das Level größer ist und länger dauert als bei Tomb Raider 1. Liegt aber nicht nur an der Komplexität des Levels, sondern auch daran, dass ich es nicht kenne und nicht einfach so durchrennen kann. Also das Let's Play wird deutlich länger dauern als mein Tomb Raider 1 Let's Play. Das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal so vormerken. Ja, dann würde ich mich jetzt verabschieden und sage, bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns hier wieder. Macht's gut und ciao.